Glaub mir, davon erholt sich keiner. Es gibt einen richtigen Rundumschlag. So, und jetzt, wo wir gerade beim Thema sind, Map-Veto. So, ich hab's angekündigt. So, Nuke wird gebannt, Mirage als nächstes. Fnatic wollte kein Nuke spielen, das können wir verstehen. Die Ninjas in Pyjamas, früher zumindest ein sehr starkes Nuke-Team gewesen. Und so wie sie Virtus Pro da zerlegt haben, möchte ich sie da auch erstmal nicht drauf herausfordern. Er ist sehr traurig über das Verlauf des Map-Vetos. Cobblestone. Fliegt ebenfalls raus. Inferno wird nicht gespielt. Sogar die Ninjas in Pyjamas schmeißen Inferno raus. Fnatic hat sich da in den letzten Wochen gesteigert auf der Map. Cash von Fnatic gebannt. Das ist erstmal interessant. Ah, der Teamkreis schon zu Ende. Es bleiben Overpass und Train und es wird Train. Die Ninjas in Pyjamas wollen es mit Fnatic auf Train aufnehmen. So, und Nip, die in den letzten Wochen online so eine kleine Aufholjagd in der ESL Pro Series gestartet haben, wollen jetzt auch wieder offline beweisen, dass sie das Team sind, das es zu schlagen gilt. Bisher noch nicht, aber vielleicht ab den Playoffs. NiP war immer eine Mannschaft, die ab den Playoffs gute Leistungen gezeigt hat. Und wir sehen, die letzten Spiele von Fnatic sahen nicht gut aus. Gegen FaZe, gegen G2, gegen Envias verloren. Nur die Hellraisers konnte man da schlagen. Allerdings hatten die Ninjas in Pyjamas jetzt nicht die Übergegner. Gegen Mousebots und Heroic hat man verloren, gegen Kinguin knapp gewinnen können. Und wir starten auch schon in die Knife Round und wieder ohne epische Musik. Ich finde Knife Round mit epischer Musik, das macht nochmal so ein, das gibt nochmal so eine gewisse Note im Ganzen. Als hätte die Knife Round eine größere Bedeutung. Also sie hat schon eine Bedeutung, keine Frage. Auf der, die Seitenwahl kann schon eine wichtige Rolle spielen. Gerade bei Spielen, die deutlich ausgehen, aber das weiß man natürlich immer erst hinterher. Einfach mal angeplantet, ne? Also Fnatic darf sich aussuchen, auf welcher Seite sie starten. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, dass wir diese geilen Kamerafahrten nicht mehr hatten beim Knifen, aber geht ja auch so. Und ich mache mich schon mal bereit, denn gleich darf ich wahrscheinlich hier mich nochmal zeigen. Ja, dann haben wir ein Navi-Shirt. Das wird auf jeden Fall hochgehalten in den Playoffs. Navi hat es ja gestern schon geschafft, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Und dass hier halt dieses schwedisch-schwedische Duell stattfindet. Ich glaube, einen besseren Abschluss der Swiss-Phase hätten wir uns hier nicht wünschen können. Und Fnatic startet auf der CT-Seite. Okay. Von den Seitenwahlen bisher nicht überrascht. Jedes Team hat auf der CT-Seite gestartet, so wie man das erwartet. Jetzt sollte es auch nicht mehr allzu lange dauern. Auch ein Satz, den ich heute sehr oft gesagt habe. Aber ich meine, wenn man achtmal... Nee, wie viele Spiele waren es? 9? Gerade mal gucken. Wie viele Spiele waren das heute? Das waren in Runde 4, 6... Und jetzt 3. Das ist das 9. Best of One, das ich euch heute präsentiere. Ist das nicht schön? Ha? Also, wir kriegen sogar ein bisschen Stimmung von vor Ort. Sehr schön. Mein Coin. Oh, mein Coin auf welches Team? Warte. Nehmt euch nochmal schnell mit auf 99damage.de. Mein Coin auf Train. Geht auf die Ninjas in Pyjamas. Oh mein Gott, wie konnte ich das tun?
Ich glaube, Fnatic wird's machen, aber ich hoffe so, dass Nip hier nochmal durchdrücken kann. Kann der nochmal hier zurück? Dankeschön. Und wir gehen rein. Ja, da hat man sich extra eine ganz coole Kamerafahrt überlegt, bevor es hier nochmal auf die Spieler geht. Also ich habe auf Twitter zuletzt ja ziemlich viel gegen die Ninjas in Pyjamas gefeuert. Ich glaube eigentlich nicht an den Wiederaufstieg. Aber das ist genau so eine Partie, wo diese Nip-Magic halt einfach wieder zuschlagen kann. Wo jeder von diesen fünf Spielern sein Bestes zeigt und dementsprechend Fnatic eventuell keine Chance hat. Aber die sind halt einzelspielerisch super gut unterwegs, Fnatic. Olaf Meister spielt Top-Spiele. Und auch ein JW und ein Flasher, die unter dem Wechsel zu Godsend gelitten hatten. Das hat man denen angemerkt, spielerisch vor allem. Also haben überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen. Die wirken wieder ein bisschen gelöster, hauen wieder ihre Plays raus. Und da haben wir nochmal Thread, der hier so der Fugenkleister der Ninjas in Pyjamas ist. Und ja, abgeklatscht. Das heißt, es geht gleich los. In die Pistol Round. Die letzte Map des heutigen Abends. Ich sage es auch mit ein bisschen Erleichterung, denn es war doch ziemlich anstrengend. Die Ninjas in Pyjamas auf der T-Seite erstmal mit ziemlich viel Dampf Richtung kleine Rampe unterwegs. Den Quergang eingenommen, aber es gibt ein kleines Duell hier am Seitengang. Auch da zwei Spieler der Ninjas in Pyjamas abgestellt. Die Bombe so gelegt, dass man sie ja, in beide Richtungen gut mitnehmen kann. JW hat dann einen kleinen Headshot kassiert. Große Wirkung, 14 HP. Also, und sie warten jetzt darauf, dass irgendjemand nach vorne kommt. Die zwei Spieler vom Quergang wieder zurückgeschoben. Und Dennis geht sogar vor. Dennis geht nach vorne. Und Dennis fällt. Und genau darauf haben die Ninjas in Pyjamas gewartet. Durchgespielt. Und da hätte ich jetzt Angst an der Stelle von Fnatic. Denn es könnte sein, dass die Ninjas in Pyjamas hier anfangen, die Jungs zu lesen. Wie ein offenes Buch. JW noch in der Ecke. Der Seitengang geht nicht vor. 50 Sekunden sind hier noch zu spielen. Getright jetzt aus dem Popdog raus. Das ist sehr viel Gas direkt. Jetzt geht der Seitengang hinterher. Crimson mit einem schönen Headshot. Und JW haben sie nicht angesehen. JW kriegt aber nicht den zweiten. Exist jetzt alleine gegen drei. Er wechselt nochmal auf die andere USP. Die hat anscheinend mehr Schuss gehabt. Direkt an der Smoke ist Crimson unterwegs. Aber Olofmeister hinten sieht ihn. Macht den Headshot. Und das haben sie an der Mitte verloren. Ich weiß nicht genau. Getright da schon durchgerannt, an der anderen Stelle noch gar kein Druck. Das sollte die Ablenkung sein, aber er ist halt direkt gestorben. Und da haben sie sich Mitte erst vom Leib gehalten, dann um den Seitengang gekümmert. JW, der sich da versteckt hatte. 1:0 für Fnatic, doch nicht durchgespielt. Und die Ninjas in Pyjamas starten eine kleine Gegenoffensive. Ab auf den Force Buy. Dreimal Deagle. Gerade auf Train finde ich die Waffenwahl hier in der Pistol Round sehr wichtig. Und die Deagle ist da die, ja, wohl beste Wahl. Viel Distanz. Und da kann die Deagle natürlich am besten durchschlagen. Zum Beispiel hier bei Drake. Aber der Schuss geht erst daneben. JW smoked ihn ab. Währenddessen geht Forrest in der Mitte raus. Und er hat eine Lücke gefunden. Dann bleibt er nicht geduldig. Den Spieler oben jetzt gesehen. Es ist Olaf Meister, der ihn wegschnetzelt. Freiburg, der Nächste, der rausgehen darf, aber er bekommt erstmal eine Granate auf die Schulter geworfen. Und dieses Pickverhalten der Ninjas in Pyjamas geht gerade nicht auf. Vielleicht können die zwei Tech-9s jetzt was an B machen. Da wartet Flasher, aber sehr defensiv. Hat ein bisschen Backup von Dennis. Jetzt ist er nah am Spot dran und auch Dennis schiebt näher an den Spot. Also sie wollen jetzt darauf gehen, den Bombenplan zu verändern. Dennis den Molotow bereit, der kommt. Aber den hat er verworfen. Er geht nach vorne.
Ein Kill macht er. Der Molotov vom Mate kommt nochmal gut. Und er verbrennt Flasher auch noch Freiburg zum Schluss. 2:0. Fnatic. Mit einem ja, recht sicheren Start sogar. Aber es sind ja auch erst 2 Runden gespielt. Es folgt nochmal eine Eco der Ninjas in Pyjamas. Thread. Man hat das Gefühl, der ist komplett ohne ADHS-Medikamente unterwegs, weil der immer am Stehen ist, immer am Rumzappeln und sich bewegen. Crims mit der Nate nach vorne. Aber niemanden erwischt. In der Mitte ist Freiburg so ein bisschen unterwegs und sie gehen jetzt Richtung B. Freiburg in der Mitte schon gefallen. Flasher. Ah, die Nate zu früh geworfen. Aber jetzt ist auch Olaf Meister wieder zur Stelle. Exist, ja, wird geholt. Und jetzt sind sie von der großen Rampe runter. Flasher will hier natürlich den Bombenplan verhindern. Schafft er. Molotov kommt und Flasher, er macht nicht das 4K. Get Right wird von Crims geholt. Aber den Bombenplant haben sie verhindert. So, und bevor es jetzt hier in die nächste Runde geht, lade ich gerade nochmal den Clean Feed neu. Im besten Fall hilft das, diese kleinen Lags vorzubeugen. Nichts verpasst. Und ah, jetzt ist der Admin da noch mit dabei. Und da gibt es bei Draken ein kleines Problem. Technische Pause. Ja, eventuell schnell gelöst worden. Ja, vielleicht da Draken noch unterm Tisch auch nochmal so einen kleinen USB-Stick eingesteckt. Junge, wie leg ich denn hier gerade los? Nee, nee, nee. Ja. Also, ja, die Highlights, die wir hier sehen, das ist halt überwiegend gegen Ekos gewesen. Also, viel gibt's da nicht zu sehen. Und ich kann einfach nicht aufhören, über diese Kamerafahrten da zu schwärmen. Das ist so einfach, dieser Weg, den sie gewählt haben, aber sieht halt so gut aus. Und ich habe keine Ahnung, wie man das einstellt. JW, First Strike gegen Draken am Seitengang. Da war die Gelegenheit für ihn. Get Right. Am Popdoc ein bisschen zurückgedrängt, aber er kann unten drin stehen bleiben. Und da fliegt die Smoke rein. Crims muss ein bisschen aufpassen, da wird auch gerne einfach mal durch die Smoke geschossen. Get Right steht da so, als hätte er eine kleine Lücke, aber es kommt noch eine zweite Smoke hinterher. Also Get Right wird er erstmal gar nichts machen können. Er bleibt ganz ruhig. Crims steht immer so, dass er nicht geflasht werden kann. Aber er zielt da schon in die richtige Ecke. Also er hat eine Vermutung, dass sich Get Right da schon reingestellt hat. Und er liegt damit auch vollkommen richtig. Und er holt ihn sogar noch durch die Smoke. Da weiß ich nicht genau, was er da gesehen hat. Es könnte sein, dass da eine kleine Bug-Smoke entstanden ist. Danke, Volvo. Freiburg. Jetzt die Bombe bekommen und er geht Richtung B. Er geht sogar als erstes vor. Flasher. Jetzt die Füße gesehen. Boah, Freiburg, was ein Brett. Der Molotov macht kaum Schaden. Forest steht ein bisschen drin. Die Bombe jetzt am Spot und wird gelegt. Es ist ein 3 gegen 4. Man hat keinen Molotov mehr bei den Ninjas in Pyjamas. Freiburg muss versuchen, hier vom Spot zumindest noch einen Frag zu machen. Im besten Falle 2, damit am Ende eine 2-on-2-Situation entsteht. Aber jetzt hat es Exist schon erwischt. Freiburg wird gefunden. Forest jetzt alleine. Gegen 3. Da könnte man fast schon überlegen, hier zu saven. Er flasht runter. Der Schuss geht vorbei. Noch ein zweiter und dann ist JW halt zur Stelle. Ja, mit der AWP ist halt einfach nicht gut, in die Smoke reinzubangen. 4:0 für Fnatic, auch die erste Waffenrunde. Kann sich das Team rund um Olaf Meister hier sichern. So, und für alle, die jetzt erst einschalten, dieser Bomb-Timer, der da angezeigt wird, als reine Information für euch, auf den habe ich keinen Einfluss. Das ist die Produktion der SLTV vor Ort. Daher bekommen wir unser Bild. Ich finde es ein ganz schönes Gimmick, aber da lässt sich natürlich drüber streiten, ob man das braucht oder nicht. Flasher.
Wieder in der kleinen Rampe. Von Anfang an alleine. Am Pop-Dog steht Crims schon wieder weit vorne. Die Ninjas in Pyjamas wollen sich hier in der Waffenrunde, die durch den Bombenplant aus der letzten Runde finanziert wurde, für den B-Go aufstellen. Diesmal direkt. Also nicht vorher irgendwo einen Spieler am Pop-Dog oder in der Mitte verlieren. Vollgas Richtung B ist die Ansage. So, die Granaten kommen. Flashes schön tief, damit sie auch sitzen. Molotow unten sitzt aber gut. Flascher und Olofmeister teilen sich da den Frag und Olofmeister macht gut Schaden. Das heißt, man hat jetzt doch einen Spieler verloren, aber sie gehen vor zum Z-Gun. Xyz kann da Flascher holen. Es wird hin und her getradet. Man hat einen Spieler sogar in den Z-Gun reinbekommen. Dennis leise an der kleinen Rampe von hinten. Draken macht sogar auf sich aufmerksam und das war's für Draken. Jetzt ist die Bombe nicht mehr gut gedeckt. Freiburg vorne, aber man hat in der großen Rampe immer noch Xyz. Der macht den Frag gegen Olofmeister JW allein und er versucht wegzukommen und schafft das auch. Die Runde wird wohl an die Ninjas in Pyjamas gehen. YJW kommt nochmal zurück. Will er da tatsächlich nochmal hingehen? Hat die Hoffnung, dass er da noch einen Ninja raushauen kann. Und jetzt muss er aber sich beeilen und jetzt ist es noch nicht zu spät. 5. Es könnte noch reichen, aber er wird gesehen und von Freiburg geholt. Und die Bombe, sie explodiert noch, sodass die AWP hier nicht gesaved werden kann. Schade, schade für die Ninjas in Pyjamas. Aber es lief ja auch ohne. Wichtiger Punkt, dass sie hier den B-Spot schon einnehmen können. Das wird für Fnatic bedeuten, dass sie den B-Spot vielleicht aggressiver anspielen, vielleicht auch gar nicht umstellen, vielleicht auch direkt zwei Leute an B stellen. Also es gibt ein paar Möglichkeiten, um mehr Kontrolle am B-Spot zu bekommen. Aber sie bleiben erstmal dabei, Flasher alleine abzustellen. So, Flash in den Pop-Dog. Xyz direkt nach unten, aber da landet auch immer sofort ein Molotow von Fnatic vorne. Und man smoked dann hinterher. Also man will dem Pop-Dog eigentlich eher aus dem Weg gehen bei Fnatic. Und das macht man, indem man halt Granaten in die Richtung wirft, konzentriert sich trotzdem immer noch da drauf. Und der Blick in die Mitte ist natürlich dann immer gegeben. Da wird auch wieder nachgesmoked. Und am Seitengang mit JW mit der AWP hat bisher einen guten Job gemacht. Jetzt gehen sie da gleichzeitig rum. Hat den ersten gesehen, aber weiß, wenn ich jetzt rumziele, da wird Draken warten. Und trotzdem geht er rum. Einfach nur gegen JW gearbeitet. Da muss Olofmeister seine Position wechseln. Geht zur Grundlinie rüber zum Seitengang, aber die Ninjas in Pyjamas bauen wieder um. Gehen zum B-Spot hin. Alles sehr leise. Man weiß nicht, wie nah Fnatic hier am Pop-Dog dran steht, ob man da Schritte hören wird oder nicht. Und dann geht man lieber auf Nummer sicher. Geht also davon aus, dass jemand nah dran steht oder im Pop-Dog drin ist. Alang wurde abgezielt. Alang. Die große Rampe wurde abgezielt. Die Bombe auf dem Rücken von Forrest jetzt an der kleinen Rampe bereit, aber sie warten noch einen Moment. 25 Sekunden, jetzt merken sie, okay, wir brauchen noch ein bisschen. Deswegen lieber ein bisschen schneller, damit wir hier nicht komplett Probleme mit der Zeit haben. Crims sieht gar nichts mehr. Positionswechsel. Und genau das Timing nutzt man hier aus. Aber schön von Crims. Fast ein Doppelkill. Wenn man da noch nach Even wirft. Die hat Olofmeister. Aber Freiburg ist vorne und ihm fehlt der letzte Schuss. Gegen Flascher. Das hat dann Forrest übernommen. Olofmeister einmal verschossen. Sie schießen gut gegen Freiburg, aber der zeigt sich nicht mehr. Olofmeister geht hier jetzt rein und holt ihn. 1-on-3 für Draken. Er steht da am Zug. Er weiß, er wird von der AWP angezielt. Hat einen Spieler gesehen. Der No-Scope sitzt nicht. Und dann kommt er an die Leiter. Ah, Draken. Ohne Kit, der Defuse von Dennis geht locker durch. Der Timer zeigt es uns an. Und das 4:1 und ein Problem für die Ninjas in Pyjamas. Denn in der Runde, die sie gewonnen haben, haben sie nicht viele Waffen gesaved und die Folgerunde haben sie verloren. Dementsprechend der Reset. Es kann sein, dass die Ninjas in Pyjamas nochmal sparen müssen. Da kommt eine taktische Pause. Threat. Versucht da, wir sehen ihn wieder am Gestikulieren, die Hand nach unten. Ruhe bewahren. Nicht ausrasten. Das war so ein bisschen das Problem von Freiburg in der einen Situation. Und auch Draken wirkte da etwas angespannt. Es ist das erste Event für ihn mit den Ninjas in Pyjamas. So, ein Threat. Das sah so aus, als wollte er noch gern was sagen, aber wurde dann abgeschnitten, weil die 30 Sekunden rum sind.
So, und es geht diesmal mehr Richtung Seitengang. Da wissen Sie, dass JW mit der AWP wartet. Wird ein bisschen schwierig, da mit den P250s auf die Distanz gegenzuarbeiten. Sie machen einen Run-Boost. Und sie verkacken den! Den Run-Boost einfach mal in den Sand gesetzt. Hat Forrest hier mal schön das Genick gebrochen. Jetzt hat es nochmal geklappt, aber wir sind zu zweit durch. Und JW lässt sich das nicht nehmen, da wirklich in den Repeak zu gehen. Jetzt der Molotow. Und er sollte mitbekommen haben, dass da nur Pistolen auf ihn geschossen haben. So, und sie rotieren halt nochmal weg. Also sie hatten da was vor am Seitengang. Funktioniert nicht. Umstellen. Und wahrscheinlich geht's dann auf B. Da könnte man zumindest noch einen Bombenplant mitnehmen. Aber das hat Fnatic schon auf dem Schirm. Get right. Er hat nur eine Glock. Der sammelt zumindest nochmal eine Info. Jetzt lässt er jemand mit der P250 hinein. Man geht einfach nochmal zurück. Ach, was machen sie das denn jetzt so lange? Jetzt gehen sie hier unten raus. Die Bombe nochmal kurz down. Auch noch ungünstig gefallen. Also gibt's auch da kein Bombenplant. 6:1. Das Gute an der T-Seite ist, wenn man da resettet wird, reicht meistens eine Eco. Die Runde, die sie verloren haben, auch mit Bombenplänen, da sehen wir es nochmal. Forrest läuft zu früh los. Und deswegen droppt X-Sister so halb auf ihn drauf, rutscht dann ab. Und Forrest läuft dann einfach auch noch viel zu weit. Das war das Paradebeispiel dafür für einen unkoordinierten Run-Boost. Kann mal passieren. Aber eigentlich sind das halt zwei Spieler, die schon seit Jahren zusammenspielen. Ich dachte, da würde sowas halbwegs sitzen. JW. Er wird immer wieder herausgefordert. Draken will's wissen. Aber er muss immer wieder ein Mate von sich da opfern. Aber Draken geht diesmal selbst rein. Und verliert das Duell. Und irgendwie wirkt das bei den Ninjas in Pyjamas alles sehr statisch. Sehr langsam und schwerfällig. Olaf Meister kann auch hier nochmal einen Doppelkill raushauen. Das ist eine Waffenrunde von Nip. Und ich weiß nicht, was Freiburg hier jetzt noch versuchen will. 1:08. Will er das echt schon saven? Nein, schafft er nicht. JW schnappt ihn sich vorher. Nimmt auch noch ein bisschen Equipment mit. 7:1. Da fehlt bei den Ninjas in Pyjamas doch deutlich die Lockerheit. Es sind also 8 Runden gespielt. Was ziehen die Ninjas in Pyjamas für Lehren aus diesen 8 Runden? Also langsames Aufbauen klappt nicht. Der Bego hat einmal funktioniert, danach nicht mehr. Der Popdog schwer anzuspielen. Man hat immer noch die Möglichkeit, direkt die Mitte rauszugehen, das Tempo einfach mal anzuziehen, aber man muss erst noch eine Eco machen. JW überlebt das Ganze hier noch, aber da geht Forrest einfach am MTW, am Olof durch. Wollte auch noch zum MTW, wird allerdings gefunden. Wobei er ist noch da, jetzt im 1 gegen 3. Ah, und auch das eigentlich ein Frag, den er sicher macht. Sie können JW die AWP mitbringen. Man könnte auch überlegen, ob Fnatic jetzt auf eine Doppel-AWP upgradet, aber das müssen sie gar nicht. Der Aufbau, wie sie ihn jetzt haben, funktioniert sehr gut. Müssen eigentlich nur abwarten, welche Umstellung den Ninjas in Pyjamas da am Anfang einlegen oder jetzt am Anfang in der Runde einlegen, ob man da irgendwie drauf reagieren muss. Fnatic könnte den Druck auch sogar ein bisschen erhöhen, indem sie noch aggressiver spielen und auch mal ein bisschen in der Mitte was machen, denn in der Mitte haben sich die Ninjas in Pyjamas eigentlich noch gar nicht aufgehalten. Und Tatsache, stellen sie Dennis jetzt im Seitengang ab. Draken wartet da jetzt auf eine Offensivaktion und es sieht so aus, als würden Crims und Olaf Meister weiter vorgehen. Sie sind in der Mitte drin. Hier der Punkt, wo man nicht weitergehen muss. Das ist schon viel Raum, den man da jetzt hat, den die Ninjas in Pyjamas sich erst zurückholen müssen. Aber ohne Flash werden sie da auch nicht reingehen. Darauf sollte Fnatic vorbereitet sein. Das heißt, Crims im besten Fall den Blick einfach in die Ecke, die Smokes auf den A-Spot kommen. Es ist eigentlich die einzige Möglichkeit, die hatten. Sie gehen einfach so rein. Doppelkill für Crims. Es ist die perfekte Runde, in der man diesen aggressiven Move spielen kann. Exist ist da zwar schon draußen,
hat noch Unterstützung von Gatorade, aber sie kommen gerade nicht an die Bombe. Olaf Meister fällt. Crims sucht die Flucht nach vorne, aber da wartet Draken auf ihn. Regelt das hier wirklich gut? Die Position sogar nochmal an die Kiste gewechselt. Xist bekommt den nächsten. Jetzt wuseln sie da einfach auf dem Spot rum. Allerdings ohne Bombe. Draken hat die Bombe jetzt auf dem Rücken, aber er muss immer noch über die Mitte gehen. Er macht Crims den nächsten einen Triple Kill. Für ihn schon. Draken holt es zum 1 gegen 2, nachdem es ein 1 gegen 3 für ihn war. Und er rotiert nochmal rüber Richtung B. Und das hat Dennis auf dem Schirm, aber der hat nur noch 8 HP. Das heißt, er wird sich hier erstmal bedeckt halten. Die Information an seinen Mate weitergeben, warten bis Flasher da ist. Und dann rennt er mit der Bombe in der Hand in Dennis rein, versucht es mit dem No-Scope. Und dann reichen auch 8 HP, wenn der Schuss daneben geht. 9 zu 1 für Fnatic. Was ein wahnsinniges Timing von ihnen, um hier die Ninjas in Pyjamas bei ihrem Argo zu stören. Ich will ja nicht sagen, aber ich habe es euch gesagt. Ja, und Draken würde hier in dem 1-on-2 jetzt auch keinen Vorwurf machen. Da mit der Bombe reinzurennen, muss man nicht machen. Aber er vermutet, dass der B-Spot frei ist. Kann er eigentlich nicht von ausgehen. Wobei Fnatic in den letzten Tagen und letzten Spielen eher zu zweit die Deckung übernommen hat, als anstatt so eine 1-1-Deckung, wenn sie in so einer 1-on-2-Situation waren. Dementsprechend war das schon eine Umstellung, die für Draken so nicht zu erwarten war. Die AWP-Duelle. Bisher eindeutig auf Seiten von JW. 6 zu 2. Ninjas in Pyjamas. Mit der Waffenrunde eben ja auch nicht erfolgreich gewesen. Es wird eine Pistol-Kevlar-Eco. Draken hat die Bombe auf dem Rücken, das dürfen wir nicht vergessen. Seine Mates brauchen ein bisschen länger. Das liegt wahrscheinlich am Alter. Wir sind jetzt bei ihm. Wieder auf B fixiert. Sie haben auch Granaten dabei. Also einzig, was fehlt, ist eine Smoke. Und das könnte ein Problem für Olaf Meister werden. Kriegt dann eine Flash ab und setzt auch einen kleinen Schuss. Flashes nach unten kommen und er wird den Molotow auch noch nach vorne werfen. Schöne HE durch. Der Plant wird nicht kommen. Der Sprung von Flasher war alles andere als schön. Und Freiburg bekommt einen Doppelkill mit dem Molotow. Warum sind sie da denn reingerannt? Was war das für ein Timing? Wechsel von JW auf die M4. Wird von Forrest auch noch zerlegt. Forrest macht sie einfach. Triple Kill von ihm. Doppel von Freiburg. Und das NIP wieder back in business. Mit einer Pistol Kevlar Eco auf den B-Spot draufgefahren. Aber bisher hat wirklich nur dieser B-Go funktioniert. Können sie den noch ein weiteres Mal durchziehen? Wenn ja, wie lange können sie den überhaupt durchziehen? Fnatic. Das wäre jetzt eigentlich die Runde, wo Fnatic einfach mal JW an der großen Rampe nach vorne schicken sollte. Ist sogar Olaf Meister, der die AWP genommen hat. Und der ist mit unterwegs Richtung B. Ja, Tatsache. Zielt die kleine Rampe mit der AWP ab. Diesmal aggressiv rein. Ich hätte ihn lieber hier oben gesehen, im Duell gegen Draken. Aber da wäre Draken wahrscheinlich sogar im Vorteil gewesen. Crims mit dem Trommelfeuer da in den Quergang oben rein. Richtung Dusche. Die Ninjas in Pyjamas machen erstmal wieder eine langsame Runde draus. Freiburg zielt wieder an. Da hat ihm Dennis ja schon mal den Gefallen getan, aber der ist aktuell am Heaven unterwegs. JW, er wird ungeduldig. Geht nach vorne, 50 Sekunden. Information und Freiburg geht in dem Moment weg. Das ist so ein typisches, er dreht sich um und JW zieht hinterher. Aber JW verschießt, Freiburg. Geduld zahlt sich also aus. Er bekommt seinen Frag. Aber können die Ninjas in Pyjamas aus diesem First Frag noch was machen? Faken jetzt hier Richtung B. Keine Überrotation. Crims noch unten im Pop-Dog. Da können sie also nicht hinterher. Crims sogar mit dem Molotow und sieht, dass da jemand im Olaf durch ist. Crims macht noch einen weiteren. Dennis einfach durch die Smoke durch. Schnappt sich Freiburg. Jetzt hat man da noch Forrest am Spot. Aber auch den kriegt Flasher mit einem unheimlich soliden Headshot. Und Flasher macht einen Triple Kill draus. Ein Doppelkill, ich entschuldige mich.
10 zu 2. Es sieht so aus, als habe ich meinen Coin auf das falsche Team gesetzt. Ich schiebe diesen Fehler, den ich da gerade gemacht habe, zumindest bis jetzt, auf meine Müdigkeit. Alles nur Ausreden. Die letzten Ergebnisse der Ninjas in Pyjamas auf Train waren eigentlich ziemlich vielversprechend, nur scheint Fnatic sich hier nochmal ein bisschen gefangen zu haben. Es muss nochmal eine Runde her, in denen die Ninjas in Pyjamas mit 3 Tech-9 spielen. Draken hat die AWP nochmal, nur muss er sie jetzt langsam auch mal für sein Team einsetzen. Da ist bisher noch nicht so viel gekommen hier auf Train, aber es hat auch auf Overpass gedauert, bis Draken da komplett im Spiel war. Olofmeister. Ah, die Smoke oben an die große Rampe. Ich glaube, die bringt ihm da jetzt nicht ganz so viel. Ist eher ein Vorteil für die Ninjas in Pyjamas. Sie gehen wieder auf den B-Spot drauf. Ich glaube, wenn das hier nochmal funktioniert, dann werden sie im B-Spot erstmal so lange malträtieren. Schöner Doppelkill von Forrest. Bis Fnatic richtig dagegen steht. Überzahlsituation für die Ninjas in Pyjamas. Die Bombe gelegt, ein Spieler oben. Aber jetzt ist JW nochmal da. Forrest ist da von der offensiven Position nicht mehr weggekommen. Und auch Draken hat hier Riesenprobleme. Die HE nimmt ihn raus. Wieder eine Überzahlsituation für Fnatic. Getright jetzt hier mit dem richtigen Move. Aber auch Crims zielt das ab. Exist ist alleine. Hat eine AWP in der Hand. Da ist man schon am Defuse. Und das Ding wird wahrscheinlich durch sein, bevor er was machen kann. Es ist durch. Dennis holt den Frag vorher. 11 zu 2. Jetzt geben die Ninjas in Pyjamas auch noch diese Überzahlsituation ab. Fnatic dominiert hier diese CT-Seite. Und da muss der Coach nicht mal eingreifen. Die Rotationen passen. Kommunikation sieht gut aus. Auch wie sie die Granaten werfen. Alles in Ordnung. Und die Ninjas in Pyjamas gerade im Wir-Kaufen-Modus. Wobei, sie haben eine Eco gemacht. Nur Getright, der da eine UMP und Kevlar gekauft hat. Also knapp 2000 Dollar ausgegeben hat. Bisschen weniger. Da kann die Deagle vielleicht sogar eher durchschlagen. So, JW. Noch 6 HP, da geht man lieber einen Schritt weiter zurück. Crims Sieger hier im Duell, aber er kriegt nochmal eine Flash ab. Den kriegen sie jetzt. Die Waffe aufgehoben. Allerdings ist Getright jetzt schon wieder down. Kann Exist mit der Waffe noch was anfangen? Nein. Nein, es ist das 12 zu 2. Wir gehen in die letzte Runde der ersten Halbzeit. Hier wird wahrscheinlich nichts mehr zu holen sein für die Ninjas in Pyjamas. Hat Getright wirklich keinen einzigen Kill? Ich schau mal nach. Und er hat einen Kill. 1, 3, 14. Das war der Frag eben aus der Runde. Eieiei. Okay, sie haben nochmal Waffen. Sie versuchen es hier in der letzten Runde nochmal. Eine Flash gegen JW, aber der ist weggekommen. Er kennt auch hier die Situation, sodass er noch weiter in die Defensive reingeht. Jetzt heißt hier gegen den Popdog stehen. Da ist noch ein zweiter Spieler vorne, aber Dennis und Crims räumen gut auf. Jetzt ist hier Flasher nochmal raus. Der Molotov ein bisschen verworfen. Flasher kann damit arbeiten. Sogar die Smoke nochmal reingeworfen. Nette Idee. Und Flasher macht den Kill. Getright alleine. Er hat die Bombe und rotiert Richtung B. Aber da ist man schon am Popdog hochgepusht. Da wird Flasher wahrscheinlich über die große oder kleine Rampe kommen. Er wird sich's aussuchen können. Er kommt über die kleine Rampe. Getright. Die Bombe recht offen gelegt für die Position, die er sich jetzt hier wählt. Aber das ist klassisch. Typisch. Auf Train B-Side. Und Flasher zielt's an. Molotov hinter den Zug. Sie jagt er ihn raus und er geht am Zug zurück. Das ist eigentlich gut gespielt, aber er verschießt. Er verschießt und verliert das Duell gegen Flasher. Und jetzt kann man die Fusen. Kit ist da, 13 zu 2. Und Getright, der möchte sich am liebsten vergraben. Abgeschlagen wird natürlich. Aber gut sieht's nicht aus. Fnatic. Olof Meister, ja, durchdrücken. Bügeln wir die Leute. Wie heute Abend in der Disse, ja. Einfach wegbügeln.
Dennis. Hier nochmal das Highlight. Aus Runde Nummer 3 von Flascher. Ah, gibt natürlich jetzt die Wiederholungen. Ich werde den Clean Feed nochmal kurz neu starten. Bisschen anders. Und dann gehen wir da gleich noch in die Pause. Ah, sieht schon besser aus. Cash mal geleert. Gut, also, ich hau euch in die Pause. 2 Minuten, dann sind wir wieder da mit Halbzeit Nummer 2. Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zur Halbzeit Nummer 2 zwischen den Ninjas in Pyjamas und Fnatic. Und es wird sehr, sehr schwer für die Ninjas in Pyjamas, hier überhaupt noch was zu machen, wenn es überhaupt möglich ist, dann über die Pistol Round und dann loslegen. Ohne Ende loslegen. Sie sind auf der Seite, auf der es einfacher ist, ein Comeback zu gestalten. Sie können das Spiel ein bisschen auf sich zukommen lassen, aber eigentlich müssen sie es in die eigene Hand nehmen. So, dann geht es direkt den Popdog runter. Das ist gehört worden. Xist hier vorne gegen JW und Crims erfolgreich. Guter Start. Draken allerdings seine Munition verballert. Das nutzten die Fnatic-Spieler da nicht aus, sondern gehen wieder hoch und schnappen sich lieber erstmal die Bombe, bevor Xist da noch weiter durchpusht. Olofmeister, der Tech-9. Ist es wieder der Tech-9-Meister. Einen kriegt er, aber auch nur mit Glück, denn eigentlich hat er da auf Freiburg gezielt. Ein 2 gegen 4. So, ich würde den Ninjas in Pyjamas aktuell sogar zutrauen, dass sie dieses 2 gegen 4 verlieren könnten. Aber in der Pistol Round ist halt auch alles möglich. Xist direkt mal gefallen. Jetzt geht der Go auf den B-Spot los. Get right da hinten gespottet. Ah, der gibt noch ein paar gute Hits. Die Bombe jetzt am Spot. Und Flascher, er sucht noch eine Waffe. Vorne würde eine liegen, aber er kommt nochmal weg. Dennis nochmal mit einem Kill, jetzt ein 2 gegen 2. Und vor allem ist Freiburg schon angeschossen. Ein Hit von der Glock würde reichen. Nur ist Flascher down, er muss halt hin. Und dann ist Freiburg zur Stelle. Die Pistol Round geht also an die Ninjas in Pyjamas. Es hat funktioniert. Der erste Schritt ist getan. Der zweite Schritt bedeutet, die Folgerunde holen und nicht gegen den Force-Buy von Fnatic verlieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass Fnatic jetzt trotz der gelegten Bombe bei diesem Spielstand einen Force-Buy einlegt. Vielleicht auch nur Deagles kauft. So, immer wieder Ton an, Ton aus. Also von mir aus auch Replays ohne Sound. Kann man machen. Und es ist kein Force-Buy. Also wir haben bei Dennis, und das macht er eigentlich immer, Kevlar und eine gute Pistole. Ansonsten P250 noch dabei. Wahrscheinlich für die, die einen Kill gemacht haben.
Es wird nächste Runde schon eine Waffenrunde geben. Für Fnatic. Aggressiver Push von Draken. Aber trifft da halt auch nicht wirklich perfekt. Es ist Forrest und Freiburg, die hier die Runde eigentlich schon dicht machen. Die letzte Position ist bekannt. Flasher oben an der Dusche. Da wird schon durchgedrückt und dann fällt er einfach in den Tod. Wie ein nasser Sack segelt er die Leiter runter. 13 zu 4. Die Ninjas in Pyjamas kommen immer näher ran. Na, Spaß beiseite. Es geht jetzt hier in die erste Waffenrunde. Und da werden die Ninjas in Pyjamas zum ersten Mal von Fnatic auf die Probe gestellt. Können sie gegen die T-Hälfte oder gegen die AKs von Fnatic hier bestehen? Und sie spielen es mit UMP und Farmers. Aber das ist auch logisch. Denn nach der zweiten kauft man eigentlich noch nicht auf zur M4 hoch. Kann man machen, ist halt sehr teuer. Wenn man es dann verliert, ist es auf jeden Fall eine Eco. Freiburg an der M4, ein Spieler gespottet. Und er smoked erstmal ab. Erstmal ein bisschen Sicherheit reinbekommen. Versucht es nochmal mit einem Spray. Der war eigentlich drauf, aber halt durch die Wand. Draken in der Mitte mit einem Frag, aber halt nur noch 12 HP. Und sie sind vom Seitengang weg. Da steht nur noch Crims. Und er hat ihn gerade rüberhüpfen sehen. So, täuscht nochmal an. Freiburg hat voll reingeschaut. Aber jetzt geht Crims nach vorne. Da ist noch Olof Meister bei ihm, Forrest. Komm, der kann es noch machen. Die Farmers gegen die AK. Da kommt die Flash vor, dann zieht Forrest rum und die Flash hat gut gepasst. Freiburg sogar an der Smoke-Kante entlang noch den Frag gegen Olof Meister. Ein 5 gegen 2 für Nip. JW geht die Mitte raus, aber kommt auch nicht mehr weg. Es hängt an Flasche auf der Runde noch Schaden zu machen. Nein, nur ein Frag, der reinkommt. 13 zu 5, die erste Waffenrunde für Nip sieht wirklich, wirklich gut aus. Und vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, gibt's hier Hoffnung für die Ninjas in Pyjamas-Fans. So, und es muss nochmal eine Eco für Fnatic herhalten. Das ist ja erst die dritte verlorene Runde. Granate in die Mitte und der Molotow. Das wäre fast das perfekte Timing gewesen. Wenn der Gegner losläuft und das Ding dann explodiert. Aber den Molotow warten sie ab und dann gehen sie einfach raus. So, und jetzt schwärmen sie aus. Das muss für die Ninjas in Pyjamas eigentlich recht einfach sein. Das sieht gut aus. Get right. Schießt sich da nochmal ein bisschen Selbstbewusstsein an. Kriegt auch noch Kill Nummer 3. Flasher geht jetzt auf den Spot. Der will die Bombe legen. Oh, und das geht wahrscheinlich durch. Es geht durch. Der plant noch. Gelungen, Draken nicht schnell genug gewesen. Aber den Diffuse nimmt er natürlich mit. 13 zu 6. Ja, und die Mentalität, die Getright da gerade zeigt, hier bei diesem Triple Kill, niemals aufgeben. Egal wie schlecht die erste Hälfte war, einfach weitermachen. So, jetzt kommt nochmal eine Waffenrunde von Fnatic. JW hat diesmal eine AWP mit dabei. Kannst also hier mit Draken oder wem auch immer aufnehmen. Er zielt erstmal die Mitte an. Sieht so ein bisschen aus, als wollte er einen Wallbang versuchen. Aber wird wohl eher der Blick genau Richtung Mitte sein. Und er holt da Forrest. Wo ist Draken mit der AWP? Er steht mit an B. Okay, auch in die Richtung wird Fnatic so ein bisschen arbeiten, vermute ich, denn Crims und Flasher sind da vorne. Get right. Ein bisschen aufpassen, dass er nicht auch in JW reinläuft. Smoked erstmal Seitengang ab, deswegen hier diese Zappelsprünge, damit JW ihn einfach nicht abräumen kann. Olofmeister an Alang. Und sie konzentrieren sich hier sehr stark auf den B-Spot. Da ist ein kleines Türmchen gemacht worden. Aber Crims sieht da noch nicht allzu viel. Niemand auf der Kiste. Jetzt hat er sich da nochmal verraten. Die Smoke ist weg. 48 Sekunden. Ah, versucht's mit einem Bang. Aber der ging auch daneben. Und jetzt gehen sie Tatsache auf B. Das ist immer noch die Möglichkeit, dass sie es faken. Aber dafür müssten sie vorher den Pop-Dog einnehmen. Olofmeister wird verzögert.
gegen Draken angehen. Und JW will natürlich nicht mit der AWP die Bombe auf dem Rücken tragen. Draken, na. Wird da an der Smoke geholt. Getright fällt am Spot. Es ist Freiburg alleine gegen 5. Und den haben sie hier noch nicht spotten können. Boah, kriegt der Brett von Crims. 14 zu 6. Die Runde hat wunderbar funktioniert für Fnatic. Kein einziger Kill für die Ninjas in Pyjamas. Und das, obwohl sie schon mit 3 Leuten auf dem B-Spot bereitstanden. Und das ist halt wiederum kein gutes Zeichen. Also wenn Fnatic hier weiter den B-Spot so anspielt, wird es nicht einfach für die Ninjas in Pyjamas. Auch hier die Möglichkeit zu sagen, wir gehen aggressiv Richtung B vor. Erstmal die Granaten hoch. Drake in First Track am Seitengang. Flasher. Sie sind schon durch. Also die Grundvoraussetzungen für den B-Go wieder geschaffen. Das ist jetzt nicht so schwer. Aber es ist nun mal so. JW. Eventuell zeigt sich da oben gleich ein Köpfchen. Boah, aber Draken holt ihn. Hat da den Vorteil. JW muss reagieren. Er kann einen Standardwinkel anzielen. Das ist schon der zweite Frag für ihn. Kann er jetzt hier auf der CT-Seite wieder aufdrehen. So wie auf Overpass. Da war die CT-Seite auch eher seine. Kriegt Kill Nummer 3. Aber doch, das war recht einfach von Dennis reingesteppt. Crims und Flasher bleiben übrig. Sind jetzt gerade sehr verteilt. Crims überlegt, ob er nochmal in die Mitte reingeht, aber da zielt natürlich Draken ab. Die Gesamtgeldsituation von Fnatic würde mich gerade nochmal interessieren. Und die haben letzte Runde mit 5 Waffen überlebt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Und jetzt wissen sie von vielleicht 2 Spielern an B, aber da ist Flasher auch schon down. Crims kann hier mit dem Gedanken spielen, seine Waffe zu saven. Jetzt hat er noch die AWP. Und er geht lieber weg. 22 Sekunden. Auch hier noch sauber abgewartet, bis die Smoke aufgeht. Und jetzt heißt es einfach nur hoffen, dass die Ninjas in Pyjamas nicht weiter durchpushen. Aber die Hoffnung ist vergebens. Forrest ist da schon in der Mitte drin. Crims wartet lange, bis er die Flash werfen wird. Jetzt auf 5 Sekunden. Ein bisschen früh. Und damit verrät er halt nochmal seine Position. Und das wird noch knapp, das wird noch knapp. Aber es reicht. Er bringt die AWP noch durch. 14 zu 7. Ist einerseits ein Reset für Fnatic. Auf der anderen Seite hatten sie halt 5 Waffen durchgebracht in der Runde zuvor. Und das ist gut fürs Geld gewesen. Deswegen können sie hier nochmal gut nachkaufen. Die Ninjas in Pyjamas. Auf der anderen Seite wichtig, dass sie hier direkt zurückschlagen können. Dass Fnatic nicht sofort auf die 15. kommt, sie in Geldprobleme geraten. Es ist immer noch möglich. Noch hat Fnatic keine 16 Runden. Olaf Meister wieder am Seitengang abgestellt. Der hat die AWP bekommen. Draken lässt einen durchhüpfen, ist jetzt angesagt worden und muss darauf natürlich reagieren. Alles noch ein bisschen langsam bei ihm, aber vielleicht muss er die Position auch erst richtig kennenlernen. Crims. Sie stehen bereit. Das wird wahrscheinlich wieder der B-Go. So wie vorher. Vielleicht sind die Positionen der Ninjas in Pyjamas diesmal ein bisschen besser. Aber Draken zielt die große Rampe an. Smoken sie da vorne ab? Nein, sie geben nur eine Flash. Draken verschießt. Am Spot steht noch Exist, aber der wird geholt. Aber macht vorher noch einen zweiten. Die Bombe down. Dennis muss vorne ein bisschen Druck machen. Es geht darum, Raum einzunehmen. Jetzt hat auch noch Olaf Meister den Abtritt gemacht. Ein 2 gegen 2. Die Ninjas in Pyjamas haben eigentlich keine andere Wahl, als den Retake durchzuziehen. Einen Molotov hat man noch, der fliegt hinten an die 3, aber da steht niemand. Direkt am Spot ist Dennis. Flasher oben positioniert. Ein einziger Frag von Dennis könnte die Runde hier entscheiden. Jetzt hat er sich verraten. Versucht so auszuspielen. Geht nochmal nach vorne, er kriegt keinen. Flasher aber von oben. Jetzt kann der Diffuse rankommen. Flasher hat es nicht gespottet. Jetzt weiß Freiburg, dass er schießen kann. Und Flasher macht es. Die 15. Runde für Fnatic. Und obwohl Dennis da keinen Kill bekommt, gehen sie halt gemeinsam auf einen. Und das funktioniert. Das sind 8 Matchbälle für Fnatic. 8-mal die Möglichkeit, sich hier für die Playoffs zu qualifizieren. Das letzte Ticket zu lösen für die Spiele morgen.
An eben jener Stätte hier in Kiew, an der sie sich jetzt gerade befinden. So, und da gibt es anscheinend noch ein Problem. Zwei Monitore einfach mal ausgefallen. Auch das ist ein sehr interessantes Bild. Okay, da werden wir einfach na, abwarten müssen, bis man da wieder den Anschalter gefunden hat, damit es weitergeht. Ja, gute Stimmung natürlich bei Fnatic. Bisschen krampfhaft gerade die zwei Runden zur 15. geholt. Jetzt kann man vielleicht ein bisschen durchatmen und sagen, hey, eine noch, dann haben wir es geschafft und die kriegen wir mit Sicherheit. Einfach mal ein bisschen A anspielen und irgendwann auf den B-Spot gehen. Easy, na? Interessant, dass zwei Monitore gleichzeitig ausfallen. Also, die Ninjas in Pyjamas arbeiten wirklich gut gegen A. Der Seitengang, kein Problem. In der Mitte, aggressiv schon Picks gesetzt. Das einzige Problem, was da gerade ansteht, ist einfach der B-Spot. Und das ist ein Problem, dass sie halt jetzt sofort in Angriff nehmen müssen. Im besten Fall halt wirklich die Querganggangkontrolle, sodass da gar keiner aufbauen kann. Früh stören, früh einen Kill machen. Man hat ja diese Smoke, ich habe da eben auch schon im X7 gesehen, also das könnte sein, dass man mit der X7 jetzt mal aggressiv die kleine Rampe hochgeht, versucht an der Smoke noch ein paar Kills zu machen. Ja, und hier nochmal Highlights aus der ersten Halbzeit, bis das Problem gelöst ist. Der Movement-Fail von Forest und Exist. Es waren halt überwiegend gute Aktionen von Fnatic-Spielern. Ja, und ja, wird dieses Spiel jetzt wirklich noch so in die Länge gezogen? Durch diese technische Sache. Natürlich, die Ninjas in Pyjamas sind dran. Immer noch keine 16. Runde für Fnatic, aber es ist wieder dieser Moment, wo man sagt, es fühlt sich an, jetzt wäre es eine Frage der Zeit, bis Fnatic einfach nur vielleicht auch durch Glück eine Runde findet, die sie da nutzen können. Das war schön von Exist. Geholfen hat es am Ende leider nichts. Getright hat immer nur noch 4 Frags. Er hat halt in einer Runde 3 Kills gemacht und seitdem ist er halt wieder nicht in Erscheinung getreten. Eieieiei. Getright ist eigentlich nicht anwesend. Das ist ein 4 gegen 5. Für die Ninjas in Pyjamas. Und Crims. Im Schatten der Starspieler erhebt er sich. Er ist und bleibt einer der besten CSGO-Spieler der Welt. Das ist ein Fakt. JW, ja, eine herausragende AWP. Ich würde ihn noch nicht zu den weltbesten AWP-Spielern zählen. Er war einmal einer der weltbesten AWP-Spieler, aber es gibt andere, die ihm da noch aktuell den Rang ablaufen. Da muss er sich erst wieder ranarbeiten. So, und bei Nip. Ah, da wird noch gewerkelt bei Draken. Scheint gefixt, ein bisschen reingechattet noch. Vielleicht auch nebenbei Knuddels offen oder so. Aber im besten Fall haben die Tournament-PCs ja gar keinen richtigen Internetzugang, sondern nur Zugriff auf das lokale Netzwerk, auf dem der Server läuft. Das wäre mal eine Sicherheitsmaßnahme. Ich glaube, das war sogar beim E-League Major so. Ich weiß nicht, wie genau die Star Series das nimmt. Das ist für mich auch ein Problem, das sich durch einen Verband lösen lässt.
dass nur noch Veranstalter die Rechte zur Übertragung oder die Rechte zum Austragen solcher Spiele bekommen, wenn gewisse Sicherheitsstandards auf Events eingehalten werden. Na? So, und get right. Ja, alle Situationen, in denen die Ninjas in Pyjamas schon mal waren. Damit kommen sie klar. Das wird das Spiel hier nur kaum beeinflussen. Ich bin James bei Knuddels. LOL. Ich wusste nicht mal mehr, wie dieser Chatbot da hieß. Vielen Dank für die Erinnerung. Nano. Was ist los? Zwei Monitore bei den Ninjas in Pyjamas kaputt gegangen beim Spielstand von 15 zu 7 gegen die Ninjas in Pyjamas. Das ist so der... Das Profession... Sagen wir mal, das Profession... Die professionellen Teamspeak-Probleme sind das. Ja? So, aber... Jetzt set wieder auf. Draken wirkt bereit. Die Fnatic-Spieler haben die jetzt gar nicht erst abgenommen. Erstaunlich gute Stimmung da noch bei den Ninjas in Pyjamas. Dafür, dass man hier 8 Runden in Folge holen muss, um noch in die Overtime zu kommen, würde der Partie eigentlich ganz gut tun, weil aktuell tröpfelt es so ein bisschen vor sich hin. Vielleicht bin ich auch einfach nur komplett durch. Man weiß es nicht. Zeit für Nip Magic, ihr sagt es. Ja, und oh, es geht weiter. Es geht weiter. Olaf Meister, Peek in die Mitte, kriegt direkt mal Get Right. Eventuell bekommen wir gleich auch noch Ton. Draken zielt nochmal an. Er hat den anderen Winkel. Und sie dachten, die Mitte wäre safe, weil Draken anzielt. Aber Olaf Meister bestraft es halt einfach. Und am Seitengang haben wir Freiburg. Draken will es jetzt halt mit der Mitte aufnehmen. Vielleicht ist das der Draken, den die Ninjas in Pyjamas brauchen. Eine aggressiv spielende AWP, die das Spiel in die Hand nimmt. Und 4 andere, die sich perfekt um die AWP herum aufbauen können. An die glorreichen Zeiten mit Fifth Lauren haben die Ninjas in Pyjamas nie anknüpfen können. Also der nächste Move bei den Ninjas in Pyjamas wäre für mich... Können wir da echt keinen Ton haben? Das gibt's ja gar nicht. So, ich habe es mal weitergegeben. Also, der nächste Schritt wäre für mich, Fifth Lauren zu reaktivieren. Aber dann würde ich lachen. So, jetzt haben wir auch wieder Sound. Oh, Freiburg. Kommt nur so eine kleine Tretmine unter die Füße gelegt. Und Forrest macht auch keinen Frag. Da haben wir jetzt so lange auf die Runde gewartet. Und dann ist es wahrscheinlich... Oh, Draken, der hier nochmal aufdrehen kann. Der kriegt die dritten nicht. Der Wechsel auf die Glock von Crims. Er versucht zum Sprung. Draken wehrt sich, aber da ist es. 16 zu 7. Fnatic steht in den Playoffs. Löst das letzte Ticket. Die Ninjas in Pyjamas. Kein gutes Spiel hier auf Train. Es war einfach nicht ihre Map gerade. Und damit fahren die Ninjas in Pyjamas zurück nach Schweden. Und Fnatic, die werden sich hier noch ein paar Tage mit den restlichen Teams, die es in die Playoffs geschafft haben, battlen. Und ja, da ist noch ein Lächeln da. Man kennt sich, Handshake gehört dazu. Da gab es ja auch den ein oder anderen Skandal früher. Aber die Zeiten sind vorbei. Das hat man geklärt. Und damit sind wir Tatsache, was die Matches angeht, durch für heute.